Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wir beim Motorradcenter Neunkirchen und hier ist jemand, der ein quasi neues Motorrad kriegt, was aber schon ein bisschen älter ist, aber aussieht wie neu. Wer sind Sie? Ich bin Helmut Zuckrow und ich bin schon seit 50 Jahren Motorradfahrer. Und als ich die gesehen habe, nachdem ich meine verkauft hatte, habe ich gedacht, die möchte ich gerne haben. Genau, Sie haben die gesehen in einem Zustand, da war sie noch nicht aufbereitet, oder? Ja, ja, aber jetzt ist sie noch schöner. Okay, das heißt, die sieht wirklich aus fast wie neu, oder? Ja, ja, das glaubt mir keiner, dass die schon ein bisschen älter ist. Die ist genau, wir sagen jetzt nicht das Alter, aber es ist schon zweistellig, aber es ist ungefähr 10 Jahre alt, das Motorrad. Ja. Aber ist natürlich für eine BMW ist das nichts, oder? Oh ja. Die hält, oder? Ja, sicher. Ich vertraue BMW. Okay, super. Herr Seliger, vielleicht ganz kurz eine Frage. Das Thema Aufbereitung ist ja ganz, ganz wichtig. Man kennt es von den Fahrzeugen, Automobilen, die werden also aufwendig aufbereitet. Da gibt es eigene Aufbereitungsteams. Sie machen das mit Motorrädern. Wir machen das mit Motorrädern. Und das Auge schaut natürlich mit, oder? Wir sind da in dem Punkt sehr, sehr pingelig. Das heißt, wir möglicherweise, manchmal machen wir das Guten zu viel. Also wir beraten die Motorräder sehr, sehr intensiv auf. Wir machen das selber. Weil, ja, und die Fahrzeuge, wenn die bekommen, kriegen auch eine Inspektion, wo Dinge getauscht werden, die zu machen sind. Und dadurch, klar, ganz preiswert sind wir bei den Gebrauchten nicht. Ist aber verständlich, wenn man dann aber auch sieht, wie die Motorräder aussehen. Also wir legen da sehr, sehr großen Wert drauf. Ich zeige nur mal so Beispiele, wie zum Beispiel die Scheibe. Die war natürlich wahrscheinlich nach 10 Jahren ist sie ein bisschen verblichen. Da haben Sie einen Trick drauf, ein bisschen aufwendig. Die wird ausgebaut, wird richtig poliert, die aufbereitet. Wird poliert, genau, ja. Wir haben speziell für die Aufbereitung also auch jemand von unseren Mitarbeitern, der sich da intensiv mit beschäftigt. Und ja, der das auch manchmal, wir nennen ihn heimlich so ein bisschen der Michelangelo, der Motorradaufbereiter. Weil okay. Manchmal ist es wirklich unglaublich, wenn wir Fahrzeuge reinbekommen, wie die aussehen. Und wo wir dann halt auch mit viel Aufwand die dann wirklich wieder in einen Zustand versetzen, der einem ganz jungen Gebrauchten oder einem Vorführfahrzeug entspricht. Okay, das heißt, Sie sind eigentlich mit dem Ergebnis zufrieden heute? Sehr, sehr, sehr. Zufrieden. Darf ich Sie mal fragen, wie Sie hier zum Motorradcenter Neunkirchen kamen? Wie sind Sie darauf aufmerksam geworden? Also ich habe im Internet gesehen, dass diese Firma Motorräder ankauft. Ja. Ich wollte mir ersparen, über eBay und mobile.de und so weiter mein Motorrad anzubieten und dann mit Leuten rumdiskutieren. Ich bin hierher gekommen, wir haben uns über den Preis geeinigt und ja. Achso, und dann sind Sie zufällig hier an dem vorbeigelaufen und dann haben Sie gedacht, naja, warum es aufgeben? Das heißt, das Motorrad, das war schon ein bisschen älter, was Sie hatten, oder? Ja, die ist also vom Baujahr 2001. Ja. Und ich hätte jetzt ein bisschen was investieren müssen. Ja. Also das heißt, die war dann schon 16 Jahre alt. Und ich hätte einiges investieren müssen. Nochmal habe mir dann überlegt, ich bin auch schon 68 Jahre alt. Echt? 68? Ja, ich bin... Ich brauche was Leichteres, vom Gewicht her Leichteres. Okay. Und die wiegt 60 Kilo weniger als die 68? Anderen. Das hätte ich Ihnen jetzt nicht gegeben. Ja. Ja, aber was auch stark ist hier, der Riemenantrieb, das ist natürlich absolut toll, oder? Ja. Wenn man das hier sieht. Also ist so wartungsfrei, praktisch fast wie im Kardanantrieb. Ja. Eine F800 ST. Ja. Toll. Ein ganz tolles Reisemotor, oder? Ja. Und die Touren, wo geht es meistens hin? Gut, ich fahre jetzt nicht mehr so weit. Also die letzten Jahre habe ich mein Motorrad immer mitgenommen auf dem Anhänger und bin in die Dolomiten gefahren. Ja. Und das werde ich wohl nicht mehr machen. Also ich werde nur noch hier in Deutschland Touren machen. Nur noch in Deutschland? Okay. Na ja, aber sag mal, in den Westerwald vielleicht noch oder vielleicht auch mal in die Vogesen. Und wenn Sie mir vielleicht noch ganz kurz verraten, dass das Thema Fahren eines Motorrades, was hat das aus sich? Ist das die totale Freiheit? Ja. Das heißt, man kriegt die Natur besser mit? Ja, ja, so ist es, so ist es. Okay. Also ich fahre, wie gesagt, seit 50 Jahren Motorrad, immer gefahren, also nie mal ausgesetzt. Family und Freunde, die haben keine Angst? Ich habe eine Lebensgefährtin, die hat jetzt ein bisschen Angst bekommen mitzufahren, weil eine Freundin von ihr einen Unfall hatte, an der sie nicht schuld war und die sitzt jetzt im Rollstuhl, leider. Schade, gut, ja. Das passiert. Aber passiert, ja. Das kann einem auch im Auto passieren, das heißt, die Vorsicht lässt mal walten hier, ja. Ich nehme an. Dass Sie mit dem neuen Motorrad sich erstmal wahrscheinlich gewöhnen werden, erstmal an die Leistung. Ist sie sehr stark? Hat die viel PS? Die hat dieselbe PS-Zahl wie die andere auch. Ja, nur so ein bisschen leichter. Höherer Drehzahl, ja. Okay, aber ansonsten. Das heißt, Sie sind zufrieden, Sie würden hier den Herrn Seliger auch empfehlen, oder? Weiter? Auf jeden Fall. So, wir haben es vorher nicht abgesprochen, es war wirklich spontan, oder jetzt? Ja, ja.
Okay, nur für die Glaubwürdigkeit. Er hat jetzt nicht 100 Euro oder jetzt irgendein Spezialessen bekommen. Haben Sie vielen Dank. Dankeschön. Ja, gerne. Herr Seliger, dann gehen wir nochmal kurz raus. Das Thema Motorradaufbereitung ist natürlich schön. Wichtig ist dabei natürlich nicht nur die Optik, sondern Sie haben ja erzählt, Sie wechseln die Betriebsmittel, Sie gucken, was alles erneuert werden muss. Das heißt, da wird richtig investiert, oder? Ja, ja, absolut. Das Schlechte, was passieren kann, ist, wenn man ein Fahrzeug verkauft und nach kurzer Zeit ist ein Defekt, also der, wo man weiß, dass er kommt. Wo man weiß, dass er kommt. Ne? Ja. An Dinge, die so passieren, klar, das ist nicht. Aber wenn ich weiß, ich liefere ein Fahrzeug mit runtergefahrenen Bremsbelägen aus und das gibt böses Blut. Und wir haben eine Devise, bei uns kann man über den Preis des Motorrades diskutieren. Das, wie gesagt, nicht immer sehr preiswert sind, aber nie über die Qualität, die wir verkaufen bei Gebrauchten. So, wir gehen mal kurz runter. Sie zeigen mir mal ein Motorrad, was vor der Aufbereitung ist. Also Sie haben ja gerade eben dieses wunderschöne, fast neue Motorrad gesehen, diese BMW. Und jetzt kriegen wir mal zu sehen, wie Motorräder ankommen. Das heißt jetzt nicht, dass derjenige besonders schlampig war. Vielleicht hat er mal die Lust verloren am Motorradfahren. Das Motorrad stand schon ein paar Jahre, vielleicht auch mal ein halbes Jahr draußen. Das kann natürlich passieren, er hat es nicht direkt reingefahren und dann passiert es natürlich, dass diese Motorräder in einen Zustand geraten, wo man dann anschließend sagt, oh je, wie kann dieses Motorrad nur in den Zustand geraten? Ja. Und dann, ja, dann tut es einem in der Seele weh, aber es ist natürlich ein Traum für Ihre Fahrzeugaufbereiter, weil die können sich da gar nicht drüber retten. So. Also wir haben hier sehr, sehr gute Beispiele, genau. Jetzt gucke ich mal nicht, dass ich ihn aus, genau. So, die ist schon aufbereitet? Diese ist schon aufbereitet, die ist auch schon verkauft, die ist jetzt kurz vor der Auslieferung. Ja, hier steht unsere Winterarbeit. Das sind die Dinge, so kriegen wir diese Motorräder eigentlich im überwiegenden, gut, das ist jetzt ein Bastlerfahrzeug, aber so, wie bekommen wir diese? Das heißt, die Scheibe ist fast blind, ja. Da sind Aufkleber drauf. Diese Fahrzeuge, da ist noch nichts dran gemacht worden, außer dass sie abgemeldet worden sind. Und das sind halt jetzt die Dinge, wenn man hier diese Reihe sieht, außer dem Roller. Genau, weil wir nämlich gerade eben so ein bisschen berichtet haben, man könnte meinen, der Zustand sei extrem schlecht. Nein, die sind im Prinzip gefahren. Die sind genutzt worden, ne? Genau. Also nicht intensiv gepflegt, überwiegend genutzt. Und ja, dann sehen die halt auch mal so aus. Das ist eigentlich, ja, wenn wir ein Motorrad kriegen, ist das so, wie wir sie bekommen, eben der Zustand. Und das ist also diese Reihe hier, das ist noch die Arbeit, die wir vor uns haben jetzt für den Winter. Sie sehen, gut, das ist natürlich eine Geschichte, das ist ein Totalschadenroller, der wird auch nicht mehr aufgearbeitet, das macht keinen Sinn mehr wirtschaftlich gesehen. Aber diese Dinge hier werden dann entsprechend aufbereitet. Genau, das heißt der kompletten Kunst, ich gehe mal kurz rein. Hier sind ganz, ganz viele Motorräder, hier waren wahrscheinlich noch nicht so viele, die Sie kennen. Das heißt, die Motoren, die sind dann nicht so schön geputzt, die sind dann praktisch in dem Zustand hier. Ja, hier sieht man das Beispiel der Scheibe, über wir eben drüber gesprochen haben, so sieht sowas aus, wenn wir es bekommen. Hm. Oder letztendlich so. Das ist jetzt nicht so wild, aber es ist halt, wenn man so ein Motorrad natürlich kauft, ist es aber nicht nur die Optik, sondern auch die ganze, im Prinzip Elektronik, die Mechanik, die Betriebsmittel, Sie gucken danach. Wir tauschen im Prinzip bei jedem Motorrad die Flüssigkeiten aus, also Öle, Bremsflüssigkeit, das wird getauscht, Verschleißteile werden überprüft, auch getauscht, wenn es erforderlich ist, gleiche gilt für Reifen und dann bekommt er, wie gesagt, eine optisch ganz intensive Aufarbeitung und sodass, wie gesagt, der Kunde relativ sicher sein kann, dass nichts passiert. So, wir haben jetzt zwei Dinge gelernt, Herr Seliger. A, Sie sind in Neunkirchen, denn Ihre Firma heißt ja Motorradcenter Neunkirchen. Ja. B, man kann hier Motorräder kaufen, Gebrauchte. Ja. Man kann aber auch welche in Zahlung geben. Genau. Das heißt, man kann sich vertrauensvoll, wie eben der Herr, an Sie wenden und sagen, hey, ich habe eine. Ja, das war jetzt ein besonders witziger Zufall. Der Kunde kam eigentlich auf uns zu, weil er sein altes Fahrzeug dass wir es frei ankaufen, weil er hat es ja eben geschildert, er hat keine Lust mit Privatleuten sich da rumzuschlagen und macht letzte Preise und diese ganzen Diskussionen, sondern wir haben ihm sein Fahrzeug abgekauft und da war eigentlich noch gar keine Planung oder Rede, dass er ein anderes Fahrzeug möchte und ja, er hat das zufällig gesehen und so war es eigentlich der wirklich perfekte Fall. Wir haben das im Nachhinein, das Altfahrzeug dann letztendlich doch in Zahlung genommen. Aber das, was ich damit sagen will, wir haben in Zahlung nehmen, machen ja relativ viele Händler. Geht ja heute gar nicht anders, aber wir kaufen auch freie Motorräder an. Ich muss kein neues Motorrad kaufen. Nein, wir haben sogar auch im Händlerbereich die Fahrzeuge in Zahlung nehmen, die aus irgendeinem Grunde bei denen nicht ins
Portfolio oder ins Konzept passen, die die uns anbieten und wir die dann auch kaufen. Also wir kaufen aktiv und freie Motorräder an. Es ist natürlich auch ein bisschen Mut dazu, aber im Grunde genommen fahren Sie damit gut, denn Sie checken die ja vorher. Ihre Leute hören ja so ein bisschen, die hören die Motorräder flüstern, ne? Ja, wir haben, klar, einmal jahrelange Erfahrung. Das zweite ist, im freien Ankauf ist ja der einzige Fall, wo der Händler auch so ein bisschen bestimmen kann, A, was er bezahlt und B, ob er sie nimmt. Das ist ja bei einem Neufahrzeugkauf schwierig. Also da muss ich sie ja quasi holen. Dann muss ich, da kann ich verzichte aufs Geschäft. Ja, ich kann sagen, nein, ich verkaufe die neue nicht, deine alte möchte ich nicht. Das kann man aber nicht immer machen oder nicht so oft. Also nimmt man dann auch Dinge, die man eigentlich nicht zwingend haben möchte in Zahlung. Und beim freien Ankauf ist das anders. Also da nimmt man in der Regel marktgängige Fahrzeuge, wobei wir auch vor Exoten keine Angst haben. Und da haben wir natürlich auch ein paar Ausschlusskriterien. Also ich sage jetzt mal, die 20 Jahre 8-Hand runtergerutschte Kiste, die wollen wir natürlich dann auch nicht haben. Mhm. Also wir haben so, das ist nicht das Evangelium, aber das ist so eine grobe Richtlinie, sollten maximal... Gutes Motorrad, ich kriege für gutes Geld ein tolles Motorrad, auch für Einsteiger ganz gut geeignet für Leute, die mal wieder einsteigen. Ja, wir haben im Prinzip, bieten wir in jedem Bereich Motorräder an. Es gibt so ein paar, also sie sollte nicht älter als 10 Jahre sein, wobei das wie gesagt nicht zwingend ist, das sind nur so grobe Richtlinien. Wir möchten Motorräder haben, die dann maximal 3 Halter haben und die dann auch nicht vollkommen verrummelt und verstürzt sind. Und also Unfall. Im Prinzip so, wie wir sie hier auch sehen. Also im Prinzip ordentliche Motorräder, die man gut aufbereiten kann. Das ist jetzt was für eine? Das ist eine 1000er Honda, ein sportlicher Tourenfahrzeug. Also das ist so ein Motorrad, das eigentlich alles kann. In dem Fall sogar mit Honda-Koffern ausgestattet. Das ist so ein typischer Fall einer Inzahlungnahme. Sie sehen den Zustand, der ist grundsätzlich okay, aber halt noch mit viel, wo noch einiges an Arbeit dran gemacht wird. Patina, sage ich nur. Ja, Patina oder, ja, Sie sehen also, wie das hier noch aussieht. Und das hier, das ist ja machbar. Das heißt, gerade die Kunststoffteile, die kann man super aufbereiten und die bleiben dann auch lange Zeit frisch. Ja. Da gibt es auch Pflegehinweise, nehme ich an, von Ihnen, dass der Ihnen, wenn man fragt, kriegt man auch eine Antwort. Natürlich, immer. Und das ist also so ein Idealfall von einer Rücknahme. Das ist genau ein gängiges Motorrad, in dem Fall eine Honda, in einem Preissegment, das bezahlbar ist. Das Fahrzeug hat ABS. Also ist eigentlich der Idealfall für eine Aufbereitung. Das von der Basis her gut, also nicht verstürzt, gar nichts, aber halt mit Restarbeiten. Sieger, ich habe noch eine blöde Frage zum Abschluss, die haben wir auch nicht abgesprochen. Wenn jetzt ein Motorradliebhaber zu Ihnen kommt, der hat irgendwo ein Motorrad gefunden, das muss aufbereitet werden. Mhm. Würden Sie sich der Aufgabe auch stellen? Das ist eine hervorragende Frage, gar nicht dumm. Das ist eine sehr gute Frage, speziell im Winter. Das würden wir grundsätzlich auch machen. Allerdings, anders als so im Auto-Restaurierungsbereich, ist das bei uns relativ selten. Aber wir hatten auch schon ältere Fahrzeuge restauriert. Praktisch aus der Jugend so eine Honda Monkey, die ich mal gesehen habe. Die steht da noch rum, die hat schon ein bisschen Flugrost angesetzt. Man gibt die ja ab. Das heißt, einfach mal vorstellen, ein paar Bilder mitbringen, wie die aussieht. Sich an das Team von Peter Seliger wenden, die gucken sich das mal an und im Winter haben sie ja ein bisschen weniger zu tun. Ne? Also während der Saison, klar, geht sowas nicht. Das wäre so eine Sache für den Winter, so eine Aufarbeitung, klar, das würden wir machen, ja. Genau, und über den Preis wird man sich dann einig. Ja, genau, denke ich. Sind ja auch Kaufmann, Gelernter und das spricht für sich. Ja, jetzt ist es doch wieder länger geworden, als wir wollten. Bitte die Öffnungszeiten, aber es war sehr interessant. Also mir gefällt es immer, wenn ich hierher komme. Okay. Montags bis Freitags? Montags bis Freitags, 9 bis 1 Uhr, 14 bis 18 Uhr, mittwochs von 9 bis 14 Uhr, das ist der Ausnahmetag, ein kurzer Tag, und Samstag von 10 bis 13 Uhr. 10 bis 13 Uhr und natürlich auch gegen Absprache, wenn es gar nicht anders geht, also dann kann man sich auch mal samstags, nachmittags treffen, das würde auch gehen, am besten vorher anrufen, dann beim Peter Seliger, findet man auch einfach das Motorradcenter Neunkirchen, googeln, dann kommen Sie direkt auf die Adresse und wenn Sie Fragen haben, am besten kurz vorher anrufen, richtig? Absolut, genau. Das heißt, Sie stehen auch selbst zur Verfügung für die Kunden? Ja, klar, ich bin im Wesentlichen für den Verkauf der Motorräder und Einkauf zuständig, Verkauf auch mit Hilfe von meinen Mitarbeitern, klar, aber das ist eigentlich meine Hauptaufgabe. Ihr schafft der Chef persönlich. Ja. Super. Vielen, vielen Dank. Gerne.